Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Es ist mal wieder Donnerstag, das heißt, heute gibt es wieder meine Weekend League Rewards. Wenn euch das Ganze gefällt, dann smasht den Like-Button und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Die Weekend League Rewards bekommen auf meinem Kanal einfach immer mit Abstand die meisten Klicks. Also schaut euch gerne auch die anderen Videos an, Jungs. Aber ich weiß schon Bescheid, mein Pack-Lag ist momentan einfach zu krass bei den roten Karten. Deswegen zu Recht momentan der Hype um meine Weekend League Rewards. Mal schauen, ob wir das Ganze so weiterführen können. Wir haben in den letzten 3 Wochen immer den Besten aus dem Team of the Week gezogen. Mertens in Rot, dann habe ich eine Woche ausgesetzt, dann Reus in Rot und dann Eriksen in Rot. Also immer den höchst gerateten Spieler, beziehungsweise auch immer den teuersten, glaube ich. Und heute haben wir wieder einige Packs am Start, unter anderem hier 2 15k-Packs, noch das untauschbare 50k-Pack vom Foot Champions Cup von der letzten Woche, was ich gewonnen habe. Ist nur untauschbar, von dem her wird es mir keinen extremen Vorteil geben. Dann haben wir unsere Division Rival Rewards und unsere Foot Champions Rewards. Außerdem gab es ein Update zu den Division Rival Rewards und das hat mich ein bisschen wütend gemacht, muss ich sagen. Es war ja so, dass die Ränge einigermaßen unausgeglichen waren. Zum Beispiel hat man in Liga 5 Rang 3 irgendwie bessere Rewards bekommen als in Liga 1 Rang 3 oder so. Und was macht EA? Sie machen einfach alle Ränge schlechter. Darunter auch Liga 2, Division 3, habe ich ja immer 2 50k-Packs bekommen und ein 35k-Pack. Da bekommt man jetzt aber nur noch ein 50k-Pack statt 2. Und statt dem 35k-Pack bekommt man ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack, was auch schlechter ist. Also die haben einfach wieder alles schlechter gemacht, was ich extrem schade finde, weil vor allem für mich als Road to Glory Spieler ist es halt richtig bitter, wenn die Packs dann noch schlechter machen, als sie eh schon sind. Also 2 50k-Pack und ein 35k-Pack war richtig nice. Ich habe da zwar kaum was draus gezogen aus den Division Rival Rewards, sondern immer eher aus den Foot Champions Rewards, aber trotzdem, die können einfach nicht die Packs schlechter machen, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir holen die erstmal ab. Ich bin mal gespannt. Ja, okay, für diese Woche bekommen wir noch die Packs von der letzten Woche, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar 2 50k-Packs und ein 35k-Pack. Das ist schon mal einigermaßen in Ordnung. Hätten die das so gemacht, dass ich jetzt schon die schlechteren Rewards bekommen hätte, dann wäre ich auf jeden Fall sauer gewesen. Aber so bekommen wir nochmal 2 50k-Pack und ein 35k-Pack. Und wenn wir jetzt in Division Rivals reingehen, sehen wir für Rang 3, dass ich nur noch ein seltenes Spieler-Pack bekomme und ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Finde ich richtig schade, dass sie die Ränge einfach schlechter gemacht haben, anstatt irgendwie die Ränge, die nicht so gut waren, halt verbessert haben in den höheren Ligen, wenn ihr versteht, was ich meine. Einfach, weil es unausgeglichen war, hätten sie es meiner Meinung nach eher verbessern müssen als verschlechtern, weil du kannst doch nicht einfach die Packs verschlechtern, aber das ist ein Thema, da könnte man stundenlang drüber quatschen. Lassen wir es gut sein, war mal wieder typisch, aber naja, müssen wir uns in Zukunft dann halt mit einem 50k-Pack und einem seltenen Elektrum-Spieler-Pack zufrieden geben. Was soll's, ist es halt noch schwerer, ein paar Münzen zu machen mit der Road to Glory und Pay to Win wird mal wieder belohnt, aber das Thema lassen wir jetzt gut sein. Hier seht ihr, mein Team ist alles beim Alten. Wir sind gerade immer noch gut am Sparen. Haben ja auch richtig krass investiert in 85er Karten. Da habe ich einen sehr, sehr großen Teil jetzt schon verkauft bekommen. Bin jetzt wieder bei 1,27. Wenn ich alles verkaufe, bin ich circa bei 1,6. Denn ich habe noch richtig viele 85er Karten. Und die sollten in der nächsten Zeit auch easy weggehen. Sobald meine Icon SBC oder ähnliches rauskommt, werden die in die Höhe schießen. Dann sind wir schon relativ nah dran an Cristiano Ronaldo. Aber ich will Cristiano Ronaldo wahrscheinlich nicht direkt kaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich will dann erst noch ein bisschen mehr sparen als für Cristiano Ronaldo, damit ich dann wieder Coins zum Investieren habe und zum Traden. Und dann würde ich sagen, beginnen wir ganz klassisch mit den roten Karten, mit den Foot Champions Rewards. Klar, diese Woche wäre natürlich Aubameyang unfassbar heftig, Chiellini finde ich nice, Cavaral kann man mitnehmen, Gnabry sieht ganz gut aus, Werner ist nice. Also diese Woche gibt es richtig viele geile Spieler in den Packs. Elite 2 haben wir geholt, 26 Siege, 4 Niederlagen, dafür bekommen wir 100.000 Münzen, nochmal ein 100k-Pack, ein 3er Inform-Pack und 3 rote Karten. Abfahrt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Woche wieder einen Kracher bekommen. Chiellini oder Auba wäre Checkpot. Piqué wäre ganz nice für SBCs, den würde ich natürlich niemals spielen. Aber naja, wir schauen rein ins erste Pack. 3, 2, 1, let's go.
Fährmann 85, sehr, sehr geil. Richtig geiler Torhüter. Ich glaube, der ist dieses Jahr auch immer noch spielbar. Der sollte eigentlich recht gut sein. Ja, wir haben schon einen 85er Pickford, aber ein 85er Fährmann ist definitiv nochmal nicer, weil der einfach 1,97 groß ist. Und letztes Jahr hatte der den Fußtrade am Start. Das gibt es ja dieses Jahr nicht mehr so richtig, beziehungsweise es macht eh jeder Finesse Shots, von dem her ist das relativ unnötig. Aber Fährmann ist definitiv unser Mann hier in der Auswahl. Komm schon, gib uns Auber oder Chiellini, das wäre zu krass. Nächstes Pack. Alter, was eine Auswahl. Das ist zu krass. Wir bekommen tatsächlich Cavarall, den ich mir gewünscht habe. Ganz ehrlich, das ist zu krass. Ich habe nämlich den 82er Valencia mit dem 86er Cavarall verglichen. Der 82er Valencia hat mehr Ingame-Stats als der 86er Inform Cavarall. Das ist richtig krass, aber der sieht trotzdem sehr, sehr nice aus und ich könnte den sogar irgendwann ins Team einbauen. Ist halt nur die Frage, ob ich es machen will, weil der nur 1,73 groß ist, nur 75 Stärke hat und halt nicht schießen kann. Aber mit Valencia schieße ich halt eigentlich auch nie. Auf jeden Fall eine richtig geile Karte, die habe ich mir sogar gewünscht. Wir kriegen sogar den 88er Piqué in derselben Auswahl, aber da werde ich auf jeden Fall Cavarall nehmen, weil der einfach spielbarer ist. Zu krass. Wieder richtig geniale Player-Picks. Jetzt werden wir Safe Crap bekommen. 3, 2, 1. Ja, das war klar. Okay, diese Woche nicht den besten bekommen, aber trotzdem starke Player-Picks meiner Meinung nach. Mit Fährmann und Cavarall. Piqué hätten wir sogar auch noch bekommen. Von dem her geht das auf jeden Fall in Ordnung. Wen nehmen wir hier? Der sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Wieder sieht auch nicht so schlecht aus. Ramirez. Honey. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach wieder. Obwohl, ich glaube, ich nehme doch lieber den hier. Dann können wir uns vielleicht mal ein Bundesliga-Team oder so bauen. Mit Fährmann für die roten Karten. Ich nehme... ist schwierig. Ja, nee, komm, ich nehm den, weil dann können wir uns echt irgendwann mal so ein Team bauen mit roten Karten. Sieht auf jeden Fall nice aus, bin auf jeden Fall zufrieden mit den Spielern. Komm direkt zum Verein. Und dann geht's rein in die richtigen Packs. 7 Stück am Start, auf jeden Fall nicht schlecht. Da ziehen wir natürlich erstmal die Vorbesteller-Packs, 2 15k Packs, da sollte auch nichts Großartiges drin sein. Aber ziehen wir schnell runter. Okay, kein Walkout, können wir direkt skippen. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was ihr so gezogen habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier bekommen wir auf jeden Fall schon mal, ja, die heftigsten Spieler aller Zeiten. Ich hoffe auf jeden Fall wieder auf den ein oder anderen Walkout aus den 50k und 100k Packs. Beziehungsweise aus dem 100k Pack und aus dem 3er Inform Pack da mal reinzulacken, wäre natürlich zu geil. Okay, hier bekommen wir sogar 2 über 83. Geht auf jeden Fall auch gut klar. Fügen wir auch alles dem Verein hinzu. Dann haben wir jetzt 3 50k Packs. Ein 100k Pack und ein 35k Pack. Da öffnen wir erstmal das 35k Pack. Das sind die letzten guten Division Rival Rewards aus Liga 3 sozusagen. Hier bekommen wir sogar ein Brett. Ein Spanier, Innenverteidiger, Nacho Fernandez. Okay, ist in Ordnung, nichts Besonderes. Was haben wir noch drin? David Villa, ja, ist in Ordnung. Fügen wir auch alles dem Verein hinzu. Werden wir dann natürlich auch alles verkaufen. Sollten wir auf jeden Fall nochmal gut Gewinn mitmachen. Dann öffnen wir jetzt das Untradable 50k Pack. Keine Ahnung, welches das jetzt ist. Wahrscheinlich das erste? Ich habe keine Ahnung. Wir ziehen auf jeden Fall keinen Walkout daraus. Hoffen wir mal, dass es das untauschbare Pack ist. Oh mein Gott, bitte war... Oh, bitte sei das untauschbare Pack gewesen. Und. Es war tatsächlich das Untauschbare. Perfekt. Okay, dann haben wir das als Belohnung bekommen dafür, dass wir den 4 Champions Cup angeguckt haben. Weltklasse. Was soll's, habe ich nichts erwartet. Jetzt wäre es natürlich nice, gute Karten zu ziehen aus den 2 Tradable 50k Packs. Die waren die letzten Wochen einfach immer schlecht. Wir ziehen aber wenigstens mal ein Brett. Und das könnte, ja, Jimenez werden, 84er. Ist in Ordnung, sollte ein bisschen was einbringen. Wir hoffen natürlich auf jeden Fall dann auf das 100k Pack, ja, das Pack ist sehr, sehr geil, Kappa. Nächstes 50k Pack, komm schon, da muss doch mal wieder ein Walkout drin sein aus dem 50k Pack, das ist unfassbar. Das ist nicht mal ein Brett, nee.
relativ egal, dass die Division Rivalry Bots noch schlechter gemacht haben. Man hat ohnehin nichts gezogen. So, Boateng auf jeden Fall auch mit einem nicen Bild am Start. Und dann kommen wir jetzt zu unseren Elite 2 Rewards. 100.000 Münzen haben wir bereits bekommen. Jetzt ist die Frage, wie viele Coins holen wir noch zusätzlich raus mit dem 100k Pack und mit dem Inform Pack. Walkout ist am Start. Ja, okay. Italien. Oh, Verratti. So einer der schlechtesten Walkouts, die es gibt. Beziehungsweise eigentlich so ziemlich der schlechteste. Ibra ist aber auch noch drin. Oh, haben wir schon schlechtere Packs gezogen. Aber, oh Mann, das ist immer so bitter, einen Walkout zu ziehen und dann, ja, Verratti zu bekommen. Ibra 85 könnte auch 10k kosten. Ja, ist in Ordnung. Haben wir vielleicht noch was bei den Duplikaten? Ja, auf jeden Fall nicht. Aber was soll's. Und dann kommen wir zum Dreier-Inform-Pack. Holy moly, da muss doch mal was Gutes drin sein. Ein Walkout wäre da schon richtig genial, glaube ich, weil dann hat man garantiert relativ gute Karten am Start. Bis auf zwei, glaube ich, Valeri und Suleiman. Machen wir es einfach auf und lassen uns überraschen. Walkout, oh mein Gott, komm schon. Bitte nicht Suleiman oder Valeri. Ja, das ist Suleiman. Och Mann, das ist zu krass. Ja, das waren die ersten nicht so guten Weekend League Rewards seit Wochen. Von dem her will ich mich da jetzt auch nicht zu krass beschweren. Aber das ist schon bitter, Suleiman zu ziehen. Aber es war mir schon fast klar. Ah Mann, damit machen wir echt wenig Münzen mit Elite 2 leider. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Like da. Die roten Picks waren trotzdem richtig nice. Dann sehen wir uns am Wochenende zur Weekend League wieder. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.